Es gibt eine Sache, an der ich merke, dass ich entweder älter werde oder die Zeit an mir vorbeirennt. Es ist wieder soweit. Das neue Catrice Frühjahr-Sommersortiment ist da. Und ich habe den ersten Teil für euch schon hier. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem der beliebtesten Videos auf meinem Kanal. Zweimal im Jahr, eigentlich viermal im Jahr, wenn wir Essens noch mit dazu nehmen. Catrice hat ein neues Sortiment rausgebracht und ich habe den ersten Schwung schon bestellt und den werden wir heute testen. Es wird auch noch ein zweites Video geben mit den weiteren Produkten. Es war noch nicht alles online verfügbar, ein Großteil aber schon. Wobei ich sagen muss, die Produkte, die mich am meisten interessiert haben, die waren nicht unbedingt sofort verfügbar. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich bin überrascht, wie schnell das letzte Sortiment vorbei war und das neue schon wieder da ist. Ich habe das Gefühl, der Soft-Glam-Filter gerade erst rauskam und sich ja wirklich in die Jahresfavoriten mit integriert hat. Spoiler-Alarm, ich bin sehr überrascht und ein bisschen enttäuscht. Ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen auch direkt ins Video. Falls ihr noch weitere Sortiments-Updates sehen wollt, lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Und wir starten mit den Augenbrauen. Für die Augenbrauen gibt es auch verschiedene Produkte. Wir haben einmal den All-in-One Brow Perfector. Auf der einen Seite haben wir ein Augenbrauenpuder, auf der anderen Seite ein Augenbrauenstift, der mich von der Spitze her so ein bisschen an die von Benefit erinnert. Das ist ein Dreieckspitzchen, das heißt spitz zulaufend oben und dann eine gerade Kante, mit der ihr recht grobflächig Produkt auftragen könnt, aber auch mit der Spitze einzelne Härchen nachmalen könnt. Ich habe ihn in der Farbe Dark Brown und kann damit doch schon wirklich einzelne Härchen nachziehen. Auf der anderen Seite haben wir etwas ganz Spannendes, was ich total gerne mag, nur nicht für die Augenbrauen, beziehungsweise nicht so mit dem Applikator. Hier ist nämlich einmal ein Spoolie mit dran, also es ist so ein Bürstchen, um die Augenbrauen durchzubürsten. Und dann gibt es aber noch dieses Puder. Das kommt in so einem Schwammapplikator und ist super pigmentiert. Was ich damit am allerliebsten mache, ist, ich nehme mir so einen Augenbrauenstift und gehe da so ein bisschen rein, arbeite das da gut ein und kann dann schon mal so grobflächig schattieren. Das ist halt wie so eine Augenbrauenpomade oder ein Augenbrauenpuder, nur in einer etwas loseren Form. Und damit seht ihr schon, kann ich recht gut einfach so die kahlen Stellen auffüllen. Ich habe ja mittlerweile meine Augenbrauen jetzt seit fast 2 Monaten nicht mehr gezupft, sondern nur hier unten ein bisschen sauber gemacht. Aber sie sind deutlich buschiger geworden und ich mag das ganz gerne. An manchen Stellen muss ich sie aber nochmal so ein bisschen auffüllen und dafür ist so ein Puder ganz gut. Wenn ich jetzt mit diesem Ding auf die Augenbrauen gehen würde, hast du halt einfach so einen Balken. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so, ist aber zum Auffüllen ganz gut. Und wenn ihr so wie ich seid und ab und zu so eine kleine lichte Stelle korrigieren wollt, einfach ein bisschen was auf die Hand nehmen. Es ist auch so ein bisschen flüssig sogar, sehe ich gerade. Und dann kann man so ein paar kleine Stellen am Haaransatz vielleicht doch mal ganz flink auffüllen. Die Farbe ist sehr schön kühl. Es gab das Ganze in verschiedenen Farben. Ich werde aber auch noch mal diesen Stift ausprobieren. Dafür drehe ich ein Stückchen mehr raus und ziehe mir so ein paar. Oh ja, der ist sehr cremig sogar und sehr schön kühl. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist ein gutes Produkt. Mag ich hier sehr gerne. Kleine Empfehlung, die ich euch geben kann bei diesen Augenbrauenstiften, ist, wenn ihr, viele haben mittlerweile so einen kleinen Skincare-Kühlschrank, macht die da rein. Dann sind sie ein bisschen fester und nicht ganz so cremig. Und ihr habt nicht so schnell das Problem, dass ihr vielleicht zu viel Produkt benutzt. Mir gefällt die Augenbraue aber sehr gut. Sie ist schön markant. Ich mag sie fast sogar noch ein bisschen dezenter. Ich benutze selten noch Farbe für meine Augenbrauen. Mag das Ergebnis aber ganz gerne. Ich weiß noch nicht, wann die Produkte in die Drogerie kommen. Meistens ist es so die erste Februarwoche, die letzte Januarwoche. Online bei Catrice gibt es das Ganze aber schon und ich glaube, ab 25 € ist das Ganze auch versandkostenfrei und war innerhalb von 2 Tagen da. Ein weiteres Produkt für die Augenbrauen, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ich es aber trotzdem gerne einmal mitnehmen wollte, ist der Super Glue, das Brow Styling Gel Lift and Laminate. Die kennen wir schon, das war in so einer durchsichtigen Verpackung und das gibt es jetzt auch mit Farbe. Ihr habt eigentlich die komplett gleiche Verpackung, aber hier ist ein bisschen Farbe mit drin. Nicht so doll, nicht so intensiv. Wir probieren das Ganze aber einmal aus. Ich habe gelernt vom letzten Mal, einmal durchgehen, in die Form bringen und dann eigentlich nicht mehr durchgehen. Ich drücke das meistens immer noch so ein bisschen an, dass sie so ein bisschen mehr an der Haut sind und ich ein bisschen mehr Druck drauf habe.
Viel Farbe habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sehr, sehr helle Augenbrauen hat und sie ein bisschen dunkler haben möchte. Die Farbe ist so ein bisschen wässrig und ich merke auch schon hier, es wird auch schon ein bisschen klebrig. Ich nehme jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen von der Farbe hier. Ja, also es hält ganz gut. Es ist jetzt nicht so doll wie das Anastasia Beverly Hills Brow Lift. Anastasia hat aber das Ganze jetzt auch noch mal in so einer anderen Form rausgebracht. Das werde ich mir die Tage noch mal anschauen. Das ist jetzt auch angekommen. Und dann gebe ich euch da definitiv ein Update. Die Augenbrauen sind stärker, als ich es eigentlich erwartet hatte. Ich will mit euch aber noch mal kurz über was anderes sprechen. Und zwar über die Liquid Eyeshadows. Ich muss jetzt noch mal kurz auf die Webseite schauen. Nicht, dass ich jetzt hier euch irgendwas erzähle und dann es am Ende nicht stimmt. Das sind die Liquid Eyeshadows Deep Matte. Und die gibt es in fünf verschiedenen Farben. Ich habe sie einmal in der Farbe Papaya Passion und Very Violet. Es gibt auch noch ein sehr intensives Grün, ein Babyblau und so einen, ja, Cotton Candy Pink Ton. Der gefällt mir ganz gut. Der war aber, glaube ich, als ich, ja genau, der ist nämlich noch nicht verfügbar. Ich finde diese Kollektion recht spannend, weil wenn ich mir die Produkte aus dem letzten Update anschaue, waren die super auf High-End gemacht, ne? Also dieses Soft Glam Focus Filter, diese Blurring Powders, sehr trendige Skin Perfecting Produkte, was schon gut zum Winter passt. Und jetzt gibt es hier aber ein paar Produkte, die ich eher so, wenn ich mir das letzte Sortiment anschaue, die eher zu Essence packen würde, außer einige Farben, so ein Blau oder so. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wir haben auch noch so ein paar spacigere Sachen. Auch die hätte ich eher bei Essence gesehen und hätte mir eher selbst gewünscht, dass das Ganze vielleicht so ein bisschen erwachsener geworden ist, dass dieser Bruch zwischen Essence und Catrice ein bisschen größer wird. Nichtsdestotrotz wollte ich euch die einmal kurz swatchen, denn die werden wir heute wahrscheinlich nicht benutzen, weil sie farblich nicht dazu passen zu dem, was ich eigentlich will. Das sind Liquid Eyeshadows. Hier sind 4 Milliliter mit drin und die trocknen sehr, sehr schnell an und die sind sehr, sehr wasserfest. Ich habe sie gestern auch schon mal geswatcht. Papaya Passion ist ein wirklich sehr, sehr schöner Ton. Den kann man auch, glaube ich, ganz gut als Transition Shade für den Look benutzen, den ich gleich vorhabe. Sehr, sehr schöner Ton, sehr orange. Der braucht einen Moment, um runterzutrocknen. Das heißt, du hast Zeit, um deinen Lidschatten auszublenden und dann bleibt der drauf. Also ich hatte gestern echt Probleme, den von meiner Hand abzukriegen. Und hier habe ich auch nochmal die Farbe Very Violet, hieß sie, glaube ich. Ja. Der ist auf dem Swatch nicht ganz so deckend, aber wenn man ihn ausblendet, wird er so ein bisschen gräulich. Den werden wir auf jeden Fall nochmal ganz genau testen müssen. Schöne Farben. Also ich finde die Farben schön. Ich habe einfach was anderes erwartet, wenn ich das letzte Update gesehen habe, was ich jetzt aber ohne Wertung haben wollen würde. Was ich mir gut vorstellen kann, ist das mal mit dem Orangenen vielleicht. Mit dem Concealer. Catrice. Einen wasserfesten Under-Eye-Corrector machen kann. Okay, das werde ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Wir hüpfen zu einem neuen, günstigere Alternative zu Produkt. Weil als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wow, das ist, damit habe ich nicht gerechnet, dass sie so schnell sind. Das ist der Skin Glaze Hydrating Serum Primer mit 0,5% Squalan für einen strahlenden Glass-Skin-Effekt. Die Verpackung ist recht klein. Hier sind dennoch 15 Milliliter mit drin. Ihr habt eine Glasflasche und eine Pipette. Und hier drin ist eine milchige Flüssigkeit mit blauen, rosanen und ja so goldenen Schimmerpartikeln. Es sieht ein bisschen aus wie Einhorn. Tränen. Ich kann keinen Duft wahrnehmen, aber es erinnerte mich sehr, 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 sehr stark an das High Glam Produkt oder doch, ich glaube, es heißt High Glam von Natasha Denona. Ich habe das nicht hier. Ich war da immer ein bisschen zu geizig, muss ich ehrlich sein mit euch. Ich werde mir das bestellen und dann werden wir das Ganze vergleichen. Es ist eine sehr flüssige Textur. Sie läuft auch sehr schön runter und hat halt so einen rosanen und so einen blauen Schein. Spendet mit Sicherheit gut Feuchtigkeit. Ich hatte es auch gestern schon mal so ein bisschen auf meiner Hand geswatcht. Es wurde auch jetzt nicht so super klebrig. Es hinterlässt wirklich nur so einen ganz zarten Glow und ist mit Sicherheit so eine schöne Ergänzung zu einer guten Skincare. Und man kann diesen Glitzer-Effekt, also ich kann ihn nicht als Glitzer-Effekt bezeichnen. Das ist wirklich nur so ein ganz zarter Hauch, eher wie so eine pflegende Milch mit ein bisschen Schimmer. Einen leichten Schein auf der Haut kann man wahrnehmen. Ich würde das Ganze jetzt aber einfach mal nur auf dieser Seite auftragen, damit wir sehen können, wie sich die Foundation drüber verhält. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr bereits ein Produkt habt aus dem neuen Sortiment. Vielleicht habt ihr ja auch online schon etwas entdeckt. Dann schreibt das gerne einmal in die Kommentare und schreibt mir mal hin, was ihr euch für die Updates gewünscht hättet. Oder vielleicht ist ja auch genau das gekommen,
was ihr wolltet. Auf dieser Seite habe ich die Foundation ohne den Primer aufgetragen. Auf dieser Seite einmal mit Primer. Beziehungsweise, ist es ein Primer? Was ist es? Doch, ein Hydrating Primer soll das sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass man den vielleicht gut in eine Foundation mit reinmischen kann, wenn eine Foundation eh schon so ein bisschen flüssig ist. Das ist jetzt erstmal wirklich nur ein First Impression. Wenn ihr wollt, mache ich auch nochmal eine in die Tiefe Review. Oh, aber krass. Ich sehe sofort einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob der in der Kamera rauskommt, aber die Foundation lässt sich deutlich gleichmäßig. Ich habe das Gefühl, hier war sie gerade so ein bisschen trocken. Ist das jetzt Einbildung oder? Also ich sehe gerade einen Unterschied. Ich muss es mal kurz hier ausblenden und beobachten. Ich glaube, in der Kamera sieht man jetzt keinen Unterschied. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Haut hier ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgter aussieht und sich hier gerade so in diesem Bereich auf dieser Seite ein bisschen unruhiger aussieht. Ja, mir gefällt... Doch. Also ich meine, ich sehe was. Aber wir beobachten das einfach, damit ihr schon mal von mir gehört habt. Freunde, setzt euch hin. Die Make-up-Götter haben uns erhört. Und ich bin wirklich, wirklich glücklich darüber. Ihr wisst ja, dass ich diesen Melting Cream Bronzer von Catrice total gerne mochte. Und es gibt etwas... Das ist schon krass. Eine Cream Contour Blush Face Palette mit zwei Blushes, zwei Bronzern und zwei Highlightern. Die sieht ja sowas von spektakulär aus. Ich habe sie mir ein bisschen größer vorgestellt, als ich das Bild gesehen habe und war überrascht, dass sie so klein ist. Aber das könnte ein Zeichen dafür sein, dass sie auch in die Theke kommt, weil sie halt sehr kompakt ist. Wir haben insgesamt 6 Farben drin, ohne Parabene, ohne Duft und ohne Mikroplastik. Sie heißt Holy Grail. I see what you did there. Holy Grail! Okay, wir haben wirklich 4 verschiedene Farben. Ich liebe den Melting Cream Bronzer. Ich swatch jetzt einfach mal hier random mit rein. Den hellen Ton, schön warm. Ich mache hier sauber. Den dunkleren, deutlich, deutlich kühler. 2 Highlighter, ein bisschen fester von der Textur her. Und schön kupfrigen Ton. Und 2 Blushes. Oh, die sind sehr, sehr weich. Erinnert mich so ein bisschen an diese Cream to Powder Formulas. Das ist ein krasser Ton. Eigentlich alle Töne sehr, sehr gut. Die wird getestet. Und also da, und das ist wieder das, was ich meinte. Das sind die Produkte, die ich erwartet habe. Ne? Fokus auf die Haut, Fokus auf dieses sehr erwachsene, sehr trendige und nicht so bunte, sondern eher dieses Erwachsene. Aber ich glaube, manchmal muss man auch verschiedene Produkte mit rausbringen, um zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich nehme jetzt einen kleinen Pinsel und gehe erstmal hier in diesen Ton. Ich weiß nicht, wie stark der pigmentiert ist, deswegen setze ich mir den einmal hier hin und blende den einmal aus. Es ist eine cremige Textur. Ist das eine Cream-to-Powder-Textur? Nee, steht da jetzt nicht mit drin. Man muss recht schnell einarbeiten, weil sie recht schnell angetrocknet ist. Nehmen wir mal ein bisschen was von dem dunkleren. Also sie ist super, super schnell fixiert gewesen. Ich gehe jetzt mal nur mit dem großen Pinsel hier rein und arbeite mir das so ein bisschen in die Hand, weil ich glaube, dann kann man ein bisschen weicher arbeiten. Ich glaube, ich habe eben einfach zu viel punktuell aufgetragen. Aber ich könnte nicht sagen, dass das diese Melted Cream-Formulierung ist, von dem einen zumindest nicht. Ich finde die Idee großartig. Es kann sein, dass sich das Produkt jetzt mit meiner Foundation nicht so gut vertragen hat, weil ich das Gefühl habe, dass es so ein bisschen fleckig geworden ist. Wir bewerten noch nicht, weil ich weiß, dass ich in 2 Tagen wahrscheinlich, wenn ich die nochmal so benutzen werde, dieses Ding am meisten aus dem Update lieben werde, weil es einfach sehr kompakt ist. Wir gehen jetzt aber doch nochmal in den Blushton mit rein. Ich glaube in diesen hier. Arbeite mir das auch erst in die Hand ein. Der hat so einen leichten Schein mit drin, aber ohne, dass er glitzernd ist. Ne? Also es sind alles recht nicht glitzernde Farben, schon sehr pigmentiert, muss ich so sagen. Und die Highlighter möchte ich jetzt nicht benutzen. Vielleicht ein bisschen was auf der Nase. Ich bin ja nicht so ein großer Freund von Creamy Highlightern. Kann man hier so ein bisschen punktuell hinsetzen. Okay, Base ist einmal so ein bisschen gesettet. Und jetzt wird es recht spannend, denn es gibt einen Highlighter, den ich total nice finde. Ich würde ihn aber, glaube ich, so nicht tragen. Das ist der Space Glam Holo Highlighter. Beam Me Up, ein Effekt-Highlighter, der auch ebenfalls so wie dieses Skin Glaze in diesem Goldgrün changiert. Den würde ich fast eher als Lidschatten benutzen, theoretisch. Ich glaube, dass das einfach
zu viel wird zu dem Look, den ich gerade jetzt so ein bisschen probiere zu machen. Es gibt aber auch die Space Glam Chrome Eyeshadows. Ich habe mit dieser Chrome-Geschichte gar nicht gerechnet oder mit dieser Space-Inspiration nicht so gerechnet in der Kollektion, wie gesagt, weil ich andere Produkte gesehen habe und auch andere Produkte, die noch rauskommen werden, die jetzt aber noch nicht verfügbar waren, haben mich wirklich an diese Erwachsenenprodukte erinnert. Eyeshadow in Moonlight Glow, der changiert eher ins Grün-Goldene. Sehr, 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 sehr schön. Das ist schon krass, ne? Also, das ist so Make-up-Lover. Das ist nicht jemand, der in die Drogerie geht und schaut, oh, ich brauche einen neuen Lidschatten oder brauche eine neue Kontopalette. Das ist Make-up-Lover. Sehr, sehr schöne Formulierung, sehr, sehr weich. Lässt sich gut ausblenden und auch ohne ein Eyeshadow-Primer oder so einen Kleber auf die Haut bringen. Es gibt noch einen weiteren, den ich auch sonst gerne benutzen wollen würde. Und das ist die Farbe Galaxy Lights. Well, das Jahr 2023-2024 war ganz im Zeichen von Galaxie. Das ist aber ein Zufall. Ne? Also, das muss ich dazu sagen. Ein sehr, sehr schöner grüner Ton. Der ist sehr krass pigmentiert. Könnt ihr die Farbe auch nochmal ein bisschen besser sehen? Der passt auch, wie ich finde, sehr, sehr gut zu der neuen Safari Fever Palette. Wir haben hier diese klassischen, diese Slim Paletten. Wildlife heißt dieses Design. Mit recht neutralen Tönen. Ich finde, dass die immer recht ähnlich sind. Man muss aber auch dazu sagen, mittlerweile ist aber auch alles schon 17 Mal gemacht. Jetzt geht es wirklich nur noch um Formulierungen und Farb. Konstellation. Es gibt auch die Farbe Blooming Bliss, die erinnert mich so ein bisschen an diese größere von Catrice, die so ein bisschen inspiriert war von der Huda Beauty Palette. Geht eher so in die Rosé- und Dunkelburgunder-Richtung. Finde ich auch sehr, sehr schöne Farben und diese geflakten Töne sind unglaublich toll. Es gab auch noch eine dritte, die war aber zum Zeitpunkt meiner Bestellung noch nicht verfügbar. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich den Ton als Transition Shade benutze. Wir machen es einfach. Komm, am Ende des Tages ist es nicht so wichtig, wie der Look aussieht, sondern wie die Produkte performen. Ich gebe mir ein bisschen was auf mein Handrücken und ich lasse diese Töne ganz gerne so ein bisschen antrocknen und blende mit einem fluffigen Pinsel hier aus und setze mir das in die Lidfalte. Ihr könnt natürlich auch direkt auf euer Augenlid gehen, dann ist es aber manchmal ein bisschen schwieriger, das auszublenden. Oh ja, der kommt aber natürlicher rüber, als ich gedacht habe, wenn man ihn grobflächig ausblendet. Ist ein sehr, sehr schöner Orangeton, der aber nicht zu warm ist. Und das mag ich sehr gerne. Ich bin ja ein großer Fan seit den Ariana Grande RHEM Beauty Liquid Eyeshadows. Ein großer Liquid Eyeshadow-Fan. Und mag diese matten Töne ganz gerne. Die hätte ich gerne wirklich noch in anderen Farben, in neutraleren Farben, weil ich glaube, dass das für viele auch im nächsten und übernächsten Jahr sehr beliebt sein wird. Dieses einfach rauf. Guck mal, ich habe nicht mal eine Minute gebraucht. Einfach rauf. Vielleicht noch einen Schimmerton, wenn du lustig bist. Lassen sich wirklich großartig verblenden. Das ist super, super. Also da hätte auch einiges schief gehen können. Mag ich total gerne. Sie sind jetzt nicht so super deckend mit so einem fluffigen Pinsel natürlich. Du kannst sie mit Sicherheit aber auch aufbauen. Und es ist eine gute Grundlage einfach für Puderlidschatten. Deswegen, wie gesagt, wenn man die noch in anderen Farben hat, in so einem schönen Braunton. Ganz toll. Du kannst natürlich auch einfach ein bisschen mischen, ne? Dann mische dir noch ein bisschen was von dem Lila mit rein. Dann hast du einen richtig schönen kühlen Ton. Man muss einfach nur ein bisschen kreativ mit dem Make-up sein. So mag ich das ganz gerne. Wir hüpfen direkt weiter in die Lidschattenpalette. Wir benutzen die Safari Glam Palette. Ich gehe jetzt nochmal hier in die Farbe Sundown. Sehr pigmentiert am Pinsel. Und damit fixiere ich mir schon mal die Lidfalte. Und dadurch wird der Ton natürlich auch deutlich intensiver. Blend den oben. Also ich mag diese Slim-Paletten eigentlich ganz gerne. Ich mag diese großen, also ne, ich hatte ja auch zwei von diesen großen Paletten gemacht mit Catrice. Die mag ich vom Aufbau her irgendwie lieber. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Die sind halt, aber die passen halt einfach nicht in die Theke. Die sind für die Theke gemacht worden. Sehr, sehr schön, auch in Kombination mit diesem Cream-Eyeshadow. Ich nehme einen sauberen Pinsel und blende jetzt einfach aus. Das ist eine schöne Frühlingsfarbe, kann ich mir gut vorstellen. Erst so diesen Cream-Eyeshadow, dann einfach die Farbe Sundown aufs Auge, vielleicht noch einen schönen Schimmerton, entweder so ein Gold oder da kann man dann ja auch ein bisschen abgehen, ne? Und dann so einen spacigen Ton benutzen und dann hast du einen richtig schönen Frühlingslook. Bleibe bei dem kleinen Pinsel, mach den nur so ein ganz kleines bisschen sauber und gehe in die Farbe Earth. Earth ist ein richtig schöner dunkler brauner Ton und platziere mir den hier außen hin. Einfach erstmal platzieren. Dann arbeite ich mir das immer so ein bisschen in die Hand ein. Ihr seht, ne, wie meine Hände aussehen. Ich arbeite sehr, sehr viel mit meinen Händen mittlerweile. Dann nehme ich wieder den sauberen Pinsel und blende aus. Ist jetzt ein sehr simpler Ton, aber wir bleiben heute mal eher in diesem neutraleren Bereich. Ich möchte jetzt unbedingt die Farbe Quicksand benutzen. Das ist so ein ganz, ganz dunkler Kupferton.
Dann setze ich mich hier außen hin. Oh ja, nice. Sehr, sehr cremig. Sehr cremig. Oh, ist ein toller Herbstlook auch, ne? Ganz, 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 ganz weich, ne? Also das hat Catrice wirklich großartig gemacht, diese Schimmertöne. Und dann gehe ich einfach in die Farbe Solar Flare und habe einen richtig schönen 2019 Eyeshadow Look. Vorne gehe ich noch so ein bisschen in Spirit. Ja, doch, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Wenn ihr wollt, teste ich im nächsten Teil diese Blooming Bliss Palette. Die ist auch sehr schön, ne? Ich swatch euch mal nochmal schnell ein paar Farben. Peony. Butterfly sieht auch cool aus. Das ist eher so ein bisschen was Frühlingshafteres, würde ich sagen. Sehr, sehr schöne Texturen, tolle Farben. Denn da machst du halt nichts mit falsch, ne? Also das hätte mich jetzt auch stark gewundert, wäre da jetzt eine schlechte Palette dabei. Ich mag den Look sehr, sehr gerne. Es ist mir schon wieder fast ein bisschen zu viel für das, was ich im Moment eigentlich trage. Aber darum geht's nicht. Mag ich wirklich, wirklich gerne. Ebenfalls ist eine neue Mascara eingezogen. Und das ist die Fake It Volume False Lash Mascara. 24 Stunden Halt mit einem Sanduhrbürstchen in Schwarz und... Ist sie wasserfest? Nee, ich glaube nicht. Okay, die macht wirklich sehr viel Wimper. Sehr, sehr schwarz. Ein bisschen dicker, die einzelnen Härchen. Je nachdem, was man mag. Die macht sie so ein bisschen dicker schon. Geht eher so ein bisschen in diese... ich würde sie fast vergleichen vom Effekt her mit der Maybelline Surreal Mascara. Schön. Gefällt mir gut. Und wir haben etwas, ah, da habe ich mich sehr gefreut, da habe ich mich wirklich sehr gefreut, ne? Neue Lip Liner. Ich bin zwar kein Freund von diesen plumping Lip Linern, aber die Farben davon sind halt so toll. Und zwar gibt es jetzt die Farbe Chocolate Lover 170. Diese Farbe schreit ja förmlich, Maxi, ne? Das ist ein Braun, das ist ein Braun. Man kann es nicht anders sagen als Braun. Sehr cremig. Ich liebe diese 90er Lip Vibes. Da jetzt einfach einen schönen hellen Gloss mit drauf. Huh, wow. Ich war schon lange nicht mehr so viel geschminkt, ne? Fällt mir gerade auf. Tolle Farbe. Tolle Farbe. Was soll ich sagen? Es gibt aber noch eine neue Formulierung von Catrice. In verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für eine Farbe entschieden, die jetzt nicht so unbedingt zu dem Look passt, ne? Ich dachte, ich mache ihn eigentlich ein bisschen lang ruhiger. Aber wenn mir die Textur gefällt, bestelle ich davon gerne noch mal ein paar andere. Das sind die Lip Lacquers Long Lasting mit intensiver Farbabgabe. Shake well before use. Also stark schütteln. Sind wahrscheinlich ähnlich wie die Vinyl Inks von Maybelline. Füßchen ist aber ein anderes. Es ist ein flaches Füßchen. Es riecht so ein bisschen nach Cheesecake. Huh. Oh wow. Was ist das für eine abgefahrene Farbe? Das ist ja. Also es leuchtet schon fast. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt, aber es... Wir lassen das Ganze einmal kurz rauf runter trocknen. Es wird ähnlich sein wie diese Vinyl Inks. Das ist schon eine sehr, sehr... Es tut mir leid, ich hasse das Wort, ne? Aber es ist schon eine geile Farbe. 2018 Maxim ist zurück, ja. Tolle Farbe. Okay, muss ich noch ein paar andere von bestellen. Ich mag das Gesamtergebnis sehr, 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 sehr gerne. Ich probiere noch mal so ein bisschen was mit der Cremepalette aus. Und ich werde auch gleich noch mal einen neuen Schwung bestellen. Weil ich glaube, dass wir da einfach ganz, 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 ganz viele neue Schätze noch bekommen werden. Es gibt diese Melting Lip... Weiß ich nicht, wie sie heißen. Liquid Blushes in vielen verschiedenen Hautfarben. Und was Catrice wirklich großartig macht, das muss man auch mal beim Namen nennen, Shade-Inklusivität. Es gibt von vielen Produkten sehr, sehr viele verschiedene Farben für verschiedene Hautfarben. Gerade bei diesen Blushes beispielsweise sieht man das. Oder bei diesen Nude-Lippenstiften. Es ist ja, Nude ist ja nicht beige. Nude ist eine Vielzahl an verschiedenen Farben. Und das macht Catrice wirklich sehr, sehr gut. Der Lip Lacquer fühlt sich sehr gut an. Ich weiß nicht, ob er schon runtergetrocknet ist. Sieht aber ähnlich aus wie die von Maybelline. Ich finde die Farbe großartig. Ich bestelle mir davon noch ein paar andere. Es fühlt sich einfach an wie ein Liquid Lipstick, nur nicht ganz so trocken und hat diesen leichten Schein noch mit drauf. Ich bin sehr gespannt auf die anderen Produkte aus dem Update, denn ich glaube, dass das ein sehr gelungenes Update für Catrice, von Catrice für uns ist. Abgesehen von diesen Space-Produkten, die ich persönlich da nicht drin sehe, aber du brauchst halt auch einfach mal ein Produkt, was ein bisschen knallt und was beliebt ist, finde ich das ein sehr, sehr gelungenes Update, was sehr anwenderinnenfreundlich ist. Ich glaube, viele werden die Produkte feiern, gerade diese neuen Produkte, die jetzt leider hier noch nicht mit drin waren. Ich hoffe, dass sie so schnell es geht online kommen. Dann gebe ich euch dann natürlich ein Update. Aber das, was ich benutzt habe, sehr, sehr schön. Bitte neue Deep Mattes in neutralen Farben, in kühleren Farben. Bitte die nicht auslisten so schnell, weil ich glaube, dass das wird ein
gutes Produkt von Catrice. Was sagt ihr? Wie haben euch die Produkte gefallen? Schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch schon das ein oder andere Produkt zu Hause entdeckt, zu Hause für euch gefunden. Dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Vielleicht schaffen wir einen zweiten Teil auch noch am Mittwoch. Ich hoffe, dass das klappt. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.